Ich bin 32 Jahre alt, gehe zweimal die Woche im Verein rudern. Ich habe eine Freundin und ich arbeite an meiner Promotion. Und dann kommt dieser Typ hier rein, um mir das alles wegzunehmen. Okay, vielleicht sollte ich kurz erklären, warum ich Ida Sophie nicht ausstehen kann. Dieses kleine, fiese Miststück. Das Mädchen mit den tollsten Haaren der Stufe. Haare, die man anfassen will. Aber die lässt niemanden auch nur in die Nähe ihrer Haare kommen. Jetzt auch noch Silvester. Den hat sie einfach nicht verdient. Luca und Aline, das wohl süßeste Pärchen der ganzen Schule. Luca, der sanfte Teddybär, und Aline, sein ganz persönliches Barbie-Püppchen. Hat erst letztens so ein süßes Pärchen-Knutschfoto gepostet. Die Schöne und das Biest. Aber wer, der stiehlt mir meine Zukunft? Dieser Kerl wird dafür büßen. Der kommt hier nicht mehr lebend weg. Und da wusste ich, was ich tun musste. Deshalb bin ich keine Selbstmörderin und auch kein Amokläufer. Eigentlich bin ich nur der Briefträger.